Und als nächster Redner zu Wort gemeldet ist Mario Kunasek von der FPÖ. Ja, danke, Frau Präsidentin. Kurze Wortmeldung zu den Anträgen. Ja, wir Freiheitliche werden diesen Anträgen auch zustimmen, wenn es darum geht, Gemeindekooperationen auf eine bessere Ebene zu bringen und möglich zu machen, dann ist das ganz im Sinne auch von uns Freiheitlichen. Wir haben ja in der Steiermark auch eine Situation gehabt, wo wir genau das erlebt haben, nämlich, dass man zwangsfusioniert hat, nämlich deshalb, weil das oftmals auch die Argumentation der Bürgermeister gewesen ist, wir können nicht besser kooperieren. Das heißt, wir Freiheitliche sagen Reformen ja, aber keine Zwangsfusionen. Und die Anträge, die der Abgeordnete Loacker jetzt eingebracht hat, entsprechen grundsätzlich auch unserer Position. Aber, und das gebe ich wirklich auch zu bedenken, gerade auch aufgrund der Erfahrungen in der Steiermark, Herr Abgeordneter, wäre es gut, die Bevölkerung auch mit einzubeziehen und damit auch attraktivere Gemeindepolitik sicherzustellen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Weil eines ist auch klar, wir stehen für gute Gemeindepolitik und wir brauchen Bürgermeister, wir brauchen Gemeinderäte, wir brauchen aber vor allen Dingen auch die Bevölkerung an Bord. Und es würde uns gut tun, insgesamt in der Politik wieder mehr auf die Menschen zu hören und weniger vielleicht das Kirchturmdenken, das oftmals in den Gemeinden Einzug gehalten hat, weiterzuleben. Die Freiheitlichen würden mehr Kooperation zwischen den Gemeinden und damit die von den Neos eingebrachten Anträge befürworten, sagt Mario Kunasek von der FPÖ.